Und ja, wenn man wirklich sagt, dass es schon immer Antisemitismus gab und statistisch, es wird ja auch über die Statistik bemüht, die man verbiegen kann, dass es kracht, es gäbe immer noch mehr Rechte, also irgendwie Nationalrechte, Straftaten, antisemitische, als muslimische antisemitische Taten, dann stimmt das nur deshalb, weil es den Paragraph 130 gibt, der Meinungsdelikte, die schon irgendwo eine andere Qualität haben als Gewaltdelikte, eben auch unter Straftaten subsumiert. Und jeder dumme Spruch eines Altnazis oder Neonazis ist nun mal statistikrelevant. Er tötet aber nicht direkt. Muslimische Gewalt gegen Antisemitismus ist meistens dann doch Gewaltkriminalität. Und das ist halt der Unterschied. Ja, ich pauschalisiere an dieser Stelle, aber all das wurde im Bundestag eben nicht angesprochen, obwohl es im Raum lag. Es war der Elefant, der im Raum stand. Und wie es der Zufall will, gab es dann tatsächlich in der gleichen Plenarwoche auch einen Antrag auf Änderung des Strafgesetzbuches zu eben just diesem Artikel 130, den ich eben genannt habe. Aber natürlich nicht mit dem Ziel, ihn komplett abzuschaffen. Und ich weiß, dass jetzt die liberalen Libertären einwenden werden, warum schafft ihr ihn nicht endlich mal ganz ab? Das ist ja richtig. Im Prinzip ist es ein Bruch mit dem Artikel 5.1 Grundgesetz, die freie Meinungsäußerung, alles darf gesagt werden, es sei denn, es sind persönliche Beleidigungen. Darum ging es hier nicht. Wir kriegen das derzeit nicht hin und vielleicht muss es auch nicht sein. Mit dem 130er konnte Deutschland seit den 60er Jahren einigermaßen leben. Es war die klassische Holocaust-Leugnung, die unter Strafe steht. Da muss man in Deutschland jetzt nicht kein großes Thema daraus machen, dass das eine Einschränkung der Meinungsfreiheit ist. Leider wurde er massiv verändert in den letzten Jahren, aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Unser Antrag zielte, es war unser Antrag auf Änderung des 130er, zielte einzig und allein darauf ab, und das haben wir auch sehr klar gemacht, dass die Strafbarkeit von Äußerungen im Fall von Volksverhetzung gegen Gruppen für alle Gruppen gelten muss, also auch für Deutsche. Man sollte ja meinen, das ist ein Selbstläufer. Ist es aber nicht. Er ist wirklich, und das ist Richterrecht, aber ja, es ist eigentlich nur Richterrecht in Deutschland, aber etabliertes Richterrecht. Es ist so, dass immer nur Deutsche bei einer sogenannten Volksverhetzung gegen andere Minderheiten, wen auch immer, verurteilt werden können. Niemals andersrum. Und ja, eines der Beispiele ist, du deutsche Scheißkartoffel. Das wurde dann uns entgegengehalten. Das war ja ein Einzelfall, ein Richter-Einzelfall. Das lief eher unter Beleidigung. Das war keine generelle Volksverhetzung. Und deshalb kam es da zum Freispruch von diesem Muslim, der die Deutschen als Scheißkartoffel bezeichnet hat. Aber da frage ich dann sofort zurück. Dinge wie ein türkischer Verbandsvertreter, der alle Deutschen als Köterrasse bezeichnet und eben auch nicht nach Volksverhetzung 130 verurteilt werden konnte. Ja, das widerspricht direkt diesem Argument von Juristen Jung von der CDU. Das hat er natürlich nicht erwähnt, dieses Beispiel. Es gibt Beispiele und es ist völlig eindeutig, es gibt keinen einzigen Fall meines Wissens, wo ein Ausländer oder ein Mensch mit Migrationshintergrund bei einer Hetze gegen Deutsche nach 130 verurteilt worden wäre. Das ist das Einzige, was wir heilen wollten mit unserem Antrag. Erweiterung auch in diese Richtung, wenn man ihn schon denn nicht komplett abschaffen kann. Okay? Was wir wirklich nicht gefordert haben. Wir haben nicht gefordert, ihn komplett abzuschaffen. Wir wollten hier nur eine Gleichbehandlung. Und dann kommen eben diese dummen Sprüche, Einzelfälle. Eigentlich ist das ja schon realisiert, was einfach nicht der Fall ist. Das müssen Juristen auch wissen. Und ein SPD-Kollege hat dann, ein Stück weit zu Recht festgestellt, Minderheiten sollen mit dem 130er vor der Mehrheit geschützt werden. Die also irgendwie immer als böse dargestellt. Die Mehrheit wird hier automatisch, implizit als böse dargestellt, denn sonst müsste man ja nicht die Minderheiten vor der Mehrheit schützen. Aber okay, warum um Gottes Willen soll das nicht auch andersrum gelten? Warum soll nicht die Mehrheit auch vor einer starken, eventuell gewaltbereiten oder zumindest vokal laut hörbaren Minderheit auch mal geschützt werden? Wir sind ja nicht mehr so weit weg. Was ist denn noch Mehrheit und was ist Minderheit? Wann werden denn die Deutschen zur Minderheit im eigenen Lande? Es fehlt ja nicht mehr sicher. Und ich gebe Ihnen schriftlich, in dem Moment, in dem auch statistisch nicht mehr geleugnet werden kann, dass die Deutschen nun Minderheit im eigenen Land sind, wird der Artikel 130, der Paragraph 130 abgeschafft. Und an dem Punkt wird es ihn dann wahrscheinlich nicht mehr geben. Es wird dann nicht mehr zu Verurteilungen kommen in dieser Richtung. Die Deutschen sind an der Stelle Bürger zweiter Klasse im eigenen Land. Das wollten wir damit darstellen, und Deutsche können, nachdem unser Antrag abgelehnt wurde, auch weiterhin Opfer von Volksverhetzungen nicht sein. Sie können immer nur Täter sein. Ja, die Hetze gegen Deutsche ist also weiterhin. Der Bundestag hat sich heute in dieser Sitzung nicht dagegen gestellt, hier verhetzt werden.
Das ist also auch ein Antrag, den wir zwar gemacht haben, der wieder mal abgelehnt wurde. Mit wirklich schwachen Argumenten der Gegenseite. Bleiben Sie uns gewogen. Mehr demnächst auf diesem Kanal.